Als die US-Notenbank im Gefolge der Bankenkrise ihre Bilanzsumme ausweitete, da starteten die Aktienmärkte eine Rallye, weil sie sich sagten, siehst du, da ist doch Liquidität wieder jetzt zusätzlich reingekommen und möglicherweise muss die Fed sogar jetzt bald die Zinsen senken wegen der Bankenkrise. Das ist gut. Liquidität ist das, was alle Boote hebt, deswegen kaufen wir und wir sahen diese Rallye letztendlich ein Geschenk für die Bullen, diese Bankenkrise könnte man sagen. Jetzt sehen wir aber in den Daten, die gestern spätabends rausgekommen sind, der US-Notenbank Fed, dass ihre Bilanzsumme die vierte Woche in Folge schrumpft. Was bedeutet das für die Aktien? Das wollen wir uns jetzt in diesem Video mal anschauen. Vierte Woche in Folge, wie gesagt, wir sehen Quantitative Tightening, also praktisch die Reduzierung der Anleihebestände um 17 Milliarden Dollar, dann Repo und diese ganzen Geschichten, BTFP, dieses neue Programm, das als Reaktion auf die Bankenkrise entstanden ist, auch wieder ein bisschen nach oben gegangen. Wir sehen aber vor allem, dass jetzt auch aus Geldmarktfonds Geld abgezogen wurde. Das ist eine interessante Entwicklung, aber zunächst mal hier noch die Bilanzsumme der Fed. Die hat ihr Tief erreicht bei 8,339 Billionen. Am 1. März, eine Woche später, ich glaube 8. oder sowas, 8. März, war ja die Pleite von Silicon Valley Bank. Dann hat sie ihr Zwischenhoch jetzt erreicht bei 8,733 Billionen. Jetzt sind wir bei 8,59 also. Das heißt, wir haben knapp 400 Milliarden zugelegt in der Fed-Bilanz zwischen dem 1. und 22. März. Die Daten kommen nur einmal die Woche. Deswegen immer zu diesen Stichtagen. Und jetzt hatten wir eben gestern diese Zahlen, 8,59 Billionen, das heißt, wir sind roundabout 140 Milliarden wieder runter, das heißt, etwa ein gutes Drittel dieser Bilanzsummenausweitung der Fed ist jetzt wieder rückgängig gemacht. Und hier sehen wir diese Geschichte mit den Geldmarktfonds, der erste oder größte Abfluss von diesen Geldmarktfonds seit April 2019, 68 Milliarden Dollar sind hier abgeflossen. Der Trend war in letzter Zeit, wie Sie rechts hier sehen, wenn Sie es denn sehen, ich versuche ja meine Schulter immer ein bisschen jetzt wegzuziehen, dass Sie auch die Grafiken sehen können, meine Damen und Herren, jedenfalls ist dieser Geldabfluss, der ja letztendlich oder dieser Zufluss, genauer gesagt in die Geldmarktfonds, der ja letztendlich diese Bankenkrise mit ausgelöst hat, der ist jetzt mal kurz unterbrochen, aber es gibt Gründe dafür und der Hauptgrund dürfte sein eben, dass die Steuern fällig waren, sodass eben institutionelle Player 58 oder knapp 59 Milliarden Dollar abgezogen haben, Retail, also Privatpersonen fast 10 Milliarden, also es war die Steuer fällig jetzt an diesen Tagen, deswegen hat man dann Geld herausgezogen, um die Steuern zu bezahlen, die Steuereinnahmen der USA übrigens ja um 29% gesunken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das wird diesen Debt Ceiling nochmal jetzt ganz heiß machen. Dazu gleich mehr. Wir sehen gleichzeitig, dass die Emergency Bank Loans gestiegen sind auf 143,9 von 139,5. Hier sehen wir etwa das Discount Window, also dieses Notfenster der US-Notenbank Fed und andere Programme. Also die Banken sind noch nicht, wie die Amerikaner sagen, out of the woods, aus dem Wald raus. Eine Anspielung an die Dunkelheit im Wald im Mittelalter. Out of the woods meinte man dann, okay, jetzt können wir wieder klar sehen, jetzt sind wir raus aus diesem undurchsichtigen Dschungel. Wie auch immer, jedenfalls ist das Problem eben nach wie vor nicht behoben, aber es beruhigt sich etwas. Ein Problem für Aktien könnte aber sein, dass die Reserve Balances at US Banks zurückgehen, mithin also die Liquidität geht zurück. Wir sehen hier in Blau, dieses, was jetzt nach unten zeigt, sind diese Reserve Balances und der Equity Market, also die Aktienmärkte, hier in Rot, die sind gestiegen. Sven Henrik meint, ja, also wenn jetzt diese Liquiditätsinjektionen ihren Hochpunkt überschritten haben und sogar rückläufig sind, könnte das ein Problem für die Aktienmärkte sein. Aktienmärkte sind vor allem abhängig von Liquidität. Die Flut hebt alle Boote und in der Ebbe sieht man dann, welche
Badehosen fehlen, könnte man sagen. Aber das große Bild jetzt, da würde ich Jim Bianco folgen, der das wieder sehr, sehr gut auf den Punkt bringt. Sie kriegen als Amerikaner 5% in diesen Geldmarktfonds. Jetzt gibt es 120 Millionen Amerikaner, wie Daten zeigen, die über ihre Bank-App das praktisch steuern können. Damit wird nicht jede Woche irgendwie eine Bankpleite gehen, aber diese Geldabflüsse werden anhalten, weil die Leute sagen, hey, ich kriege hier 0,01% Zinsen, da kriege ich 5% Zinsen, das mache ich doch. Und das wird sozusagen jetzt der neue heiße Scheiß, wie Jim Bianco sagt, vergesst ARK Innovation von Cassie Wood und solche Geschichten, sondern man wird weiter diese Gelder in diese Geldmarktfonds verschieben, es sei denn, die Banken kontern eben dann selber, indem sie stark die Zinsen anheben, die sie ihren Kunden bieten. Aber das geht dann auf Kosten der Profitabilität. Vielmehr dürfte es jetzt so sein, dass die Banken zum Beispiel sagen, nee, ich bewillige dir den Kredit nicht, damit du zum Beispiel ein Haus baust. Nicht, weil du eine schlechte Kreditqualität darstellen würdest, weil du keine Sicherheiten hättest, sondern weil wir schlichtweg sagen, dass wir hier nicht wissen, wie es sich mit diesen Geldabflüssen weiterentwickelt. Also halten wir jeden Cent zusammen. Das ist das große Problem. Deswegen auch dieser Credit Crunch, die Verschärfung der Kreditkonditionen, die schon am Mittwoch im Beigebuch der FED ganz offensichtlich geworden sind. Und genau das ist das, was dann die Wirtschaft auch runterziehen wird, weil wenn Kredite zurückgehen, dann geht Wirtschaft zurück, gerade in einer Wirtschaft, die so abhängig ist von Pump, also von Kredite. Gestern haben wir einen Rücksetzer gesehen, nicht dramatisch, Nasdaq am stärksten betroffen wegen Tesla. Ich denke, dass die gestrigen Verluste auch viel zu tun haben mit dem kleinen Verfall. Warum? Die allergrößte Mehrheit der Zocker, die ist in Calls. Die Market Maker, also wettet auf steigende Kurse, Market Maker müssen sich absichern, indem sie das Underlying kaufen. Also entweder zum Beispiel eine Tesla-Aktie oder eben einen Index dann als Future, wenn etwa die Spekulanten auf steigende Kurse im S&P spekulieren. Dann aber, weil jetzt der Verfall ist, wird dieses Hedging, diese Absicherung, die die Market Maker eingehen, die ja letztendlich auch gegen die Leute wetten, die ihre Produkte kaufen, die werden dann überflüssig. Also hatten die Market Maker selber Long-Positionen, hatten das Underlying gekauft. Das haben sie jetzt aufgelöst gestern. Das könnte heute noch weitergehen, muss man sehen. Deswegen glaube ich, ist das ein vor allem mechanischer Grund, warum die Kurse gefallen sind. Aber natürlich, Tesla war auch ein Belastungsfaktor. Wir haben dennoch gesehen, dass der VIX nicht wirklich aus dem Quark kommt. Nur knapp über 17. Aber der VWIX, die Volatilität der Volatilität, die geht steil nach oben. Und hier nochmal zu Tesla. Was ist das große Problem? Die Margen sind das Problem und damit sind die Gewinnerwartungen ein Problem. Man hatte ja gedacht, okay, Tesla ist super stark, die Margen sind super, die drücken die anderen an die Wand. Jetzt sieht man, dass die Preissenkungen von Tesla selber Tesla unter Druck bringen. Der Free Cashflow praktisch kaum mehr vorhanden, ohne diese Subventionierungen über diese CO2-Zertifikate wäre der sogar negativ gewesen. Das heißt, Tesla wird dieses Spiel nicht ewig weiterspielen können, kommt unter Druck. Damit sind die Bewertungen bei Tesla eben in einem völlig anderen Licht plötzlich gesehen. Und dann ist ihm gestern noch diese SpaceX-Rocket explodiert. Aber der Elon Musk sagt, also es war ein großartiger Tag in mancher Hinsicht. Das glaube ich ihm sofort. Der Mann hat Humor. Das kannst du gar nicht anders sagen. Ja, wie bärisch ist das Sentiment? Alle sind short, alle sind bärisch. Das hören wir doch immer wieder. That's definitely not true. Es ist schlichtweg nicht wahr. Schauen wir zum Beispiel mal die Positionierung von CTAs an. Commodity Trading Advisors, also das sind Vermögensverwalter, die echt eine Kugel schieben in den USA, meistens prozyklisch unterwegs. Gehen die Kurse rauf, kaufen sie. Wenn man einen Trend sieht nach oben, kauft man. Wenn man einen Trend nach unten sieht, verkauft man, ist man short. Aber die sind jetzt maximal long. Es geht nicht mehr. Ich glaube, das ist die höchste Long-Positionierung ever, die diese CTAs haben. Fear and Greed Index und NAIM auch ziemlich luftig. Also es ist nicht so, dass die ganze Welt irgendwie auf der Short-Seite wäre. Und das Witzige bei dieser Situation, die wir jetzt an den Märkten haben, dass jene Aktien besonders gut gelaufen sind mit einer Microsoft, einer Apple, einer Google, einer Meta, einer Amazon und auch einer Tesla, die eigentlich in ihrer Umsatz- und Gewinnsituation echte Probleme bekommen dürften. Hier sehen wir etwa mal
die Year-over-Year-Growth-Rate, also die Wachstumsrate in dem Forward Earnings per Share, also in den Gewinnerwartungen pro Aktie, für den Tech-Sektor im S&P 500, da ist man jetzt bei minus 7,7%, so stark gefallen wie seit 2009 nicht mehr. Aber die Aktien der Unternehmen, die hier in diesem Sektor sind, die sind so stark gestiegen wie schon lange nicht mehr. Wir haben jetzt die größte Rallye in eine Berichtssaison, gerade auch in einer Tech-Berichtssaison seit 2009. Also sportlich kann man sagen, selbst wenn die Zahlen gut wären, könnte es sogar sein, dass man jetzt abverkauft. Hier sehen wir der S&P 500, der hält sich so an einer Trendlinie in diesem Chart von Ron Walker, versucht die zu halten. Der WIX, der versucht möglicherweise nach oben auszubrechen, was dann bedeuten würde, stärkere Volatilität heute, wie gesagt, kleiner Verfall. Das dürfte ein echter Punkt sein, aber ein wichtigerer Punkt, das hatte ich gestern im Marktflüster schon thematisiert, ist das Thema Rezession. Wir haben noch nie gesehen, dass vor einer Rezession die Aktienmärkte einen Boden erreicht hätten. Wir sehen Bewertungen an den Aktienmärkten, als wäre eine Rezession 0% Wahrscheinlichkeit. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit überragend, wie gestern die Frühindikatoren des Conference Board gezeigt haben. Jedes Mal, wenn wir solche Werte erreicht haben, dann gab es eine Rezession, ähnlich beim Philadelphia Fed Index. Wir sehen ja Kontraktionen in den Einkaufsmanager-Indizes. Wir sehen so viele Bereiche, die auf eine Rezession hindeuten. Ein Faktor bei diesen 10 Indikatoren, bei den Frühindikatoren, sind die Aktienkurse. Das war der einzige neben Bestellungen von Gütern, die positiv dazu beigetragen haben. Aber hier sehen wir mal, wie Michael Kramer zeigt, dass letztendlich hier blau ist, sind die Frühindikatoren und also diese, nee, weiß sind die Frühindikatoren, blau ist der S&P 500. Das ist normalerweise der S&P 500, diesen Frühindikatoren folgt. Hier sehen wir das nochmal, dass nur die Aktienmärkte und die Orders hier für Güter positiv beigetragen haben. Hier sehen wir rot gestrichelt in diesem Chart, ist dann die Rezessionssignal, das dann eintritt. Wir haben Daten aus Taiwan, aus Vietnam, aus Südkorea in Sachen Chipindustrie, in Sachen Elektronikartikel, Nachfrage extrem schwach. Die Chinesen klagen darüber, dass aus den USA kaum mehr Bestellungen kommen. In China fallen deswegen die Preise für Rohstoffe weiter. Spricht jetzt nicht gerade für die super gute Nachfrage. Und wie schwach die Nachfrage ist in den USA, sehen wir im Red Book, im Johnson Red Book. Das ist ein Bericht vom US-Handelsministerium. Da werden große US-Einzelhändler mit mindestens 250 Milliarden Dollar Umsatz befragt. Und wir sehen, das geht konstant nach unten. Das heißt, der Konsum der Amerikaner, der wird wegen Credit Crunch, es wird schwieriger an Kredite zu kommen, zurückgehen, der geht zurück, weil die Amerikaner immer mehr durch diese Zinsen belastet werden. Wenn du verschuldet bist, dann hast du natürlich bei einer Verschuldung, die jetzt so hoch verzinst ist, langsam ein Thema. Und da ist eben die Frage, stimmt was mit den Bewertungen im S&P 500 nicht? Hier sehen wir von Goldman Sachs, wenn es ein Hard Landing der Wirtschaft gibt, dann müsste der S&P 500 bei 3100 sein. Wenn es einigermaßen soft zugeht bei etwa 4000 Punkten, da sind wir ja immer noch drüber, selbst also im Best-Case-Szenario. Und hier sehen wir mal, was sich da auch im Arbeitsmarkt ankündigt, nämlich Entlassungen, denn größere Firmen müssen, wenn sie viele Leute entlassen, eine Warnnotiz veröffentlichen. Und hier sehen wir, wie das jetzt immer weiter nach oben geht. Im März haben wir einen weiteren Anstieg. Für mich ist das Problem, das die Aktienmärkte jetzt haben, zwischen oder dieser Zeitraum zwischen der deutlichen Abkühlung in eine Rezession und dem Time Gap, den Zeitraum, bis die Fed darauf reagieren wird, bis die Fed also sagt, ups, wir haben ein Problem, Houston, unsere Rakete explodiert gerade wie die von Elon Musk, also müssen wir ein bisschen was tun und da Zinsen senken. Und dieser Zeitraum wird wahrscheinlich ein schwieriger. Wir sehen hier diese Rezessionswahrscheinlichkeiten. Gestern Hauspreise so stark gefallen wie seit 2012 nicht mehr im Vergleich zum Vormonat. Die Geldmenge, die kontrahiert so stark wie never ever before, jetzt 6 Monate in Folge. Und wenn Sie wissen wollen, kommt eine Rezession in den USA, ja oder nein, dann reicht mir persönlich, um absolute Gewissheit zu haben, die Aussage von Jim Cramer, der sagt, also diejenigen, die meinen, sie müssten eine Rezession prognostizieren, die haben überhaupt keine Evidenz auf ihrer Seite. Also Jim Cramer sieht diese Rezession nicht. Damit ist diese Frage endgültig geklärt. Keine Fragen mehr, alles klar. Der Master of Kontraindikation hat gesprochen. Damit ist die Sache gebongt. Gestern hat sich auch die Fed wieder geäußert in Gestalt etwa von Mester.
Loretta, die gesagt hat, Zinsen müssen über 5% steigen und wir werden jetzt die Zinsen nochmal anheben und dann schauen wir mal, wie die Daten reinkommen, ob wir sie noch weiter anheben müssen. Wir haben auch Bowman, die gesagt hat, ja, Inflation ist schon zu lange viel zu hoch. Wir haben Logan, die gesagt hat, ebenfalls Inflation bla bla. Also hawkisches Speak von der Fed, das hat die Aktienmärkte neben Tesla gestern belastet. Und das, was ich bei dem bullischen Argument nicht verstehe von den Leuten, die sagen, ja, die Zinsen werden sinken, dann ist doch die eigentliche Frage, warum sinken sie? Also sie sagen, wir wollen sozusagen die Benefits von sinkenden Zinsen haben, aber die Kehrseite der Medaille, nämlich der Grund, der Schmerz, warum die Zinsen senken, das wird nicht gesehen. Das ist so ein bisschen, man will den Kuchen essen, ihn aber gleichzeitig behalten. Beides geht nicht. Wenn du den Kuchen gegessen hast, dann ist er weg. Und das ist dieser Widerspruch, den ich in diesem bullischen Narrativ sehe. Heute wichtig, die Einkaufsmanager-Indizes aus April für Dienstleistung und Gewerbe. Mal schauen, wie die da reinkommen. Wir berichten 15:45 bei Finanzmarktwelt. Und jetzt kommen wir nach Good Old Germania hier. Ja, nochmal möchte ich darauf verweisen, dass uns der Staat jetzt vorschreibt, wie wir zu heizen haben. Da sind die Kaminkehrer jetzt sozusagen die neuen Überwachungsbehörden, die müssen die Daten melden. Oh, dann kriegst du Strafe, wenn du deine Heizung nicht ausgetauscht hast. Der Staat aber nimmt es selber nicht so genau bei der Bundeswehr und bei vielen öffentlichen Gebäuden. Da gelten diese Vorschriften nicht, gell? Also das ist natürlich großartig und die Grünen, hier sehen Sie aus Isarbrook, Luise Neubauer, nicht weit, wo ich entfernt bin. Ein Sprössling letztendlich des Remsmar-Clans, der jetzt die goldene Utopie entdeckt hat, das goldene Kalb, den Klimawandel und morgen geht die Welt unter. Und deswegen müssen wir jetzt sonst, und wenn ihr euch irgendwie an Gesetze haltet, das ist doch egal, wenn die Welt untergeht, dann zählen Gesetze nicht mehr. Die Grünen jetzt mal eben 15 Millionen Tonnen CO2 mehr in die Luft geschossen, jetzt durch ihre extrem effektive Klimapolitik. Und Michael Arid bringt es hier auf den Punkt, also selbst wenn Deutschland sich jetzt komplett CO2-frei macht und sich dabei komplett deindustrialisiert und damit ins Mittelalter zurückschießt, es macht für das Klima keinen Unterschied. Hier sehen wir mal in dieser Grafik den deutschen Anteil. Plumps, da muss man schon eine Lupe nehmen und den Weltanteil. Also, there is no difference at all hier zu sehen. Das macht keinen Unterschied und China verbraucht mehr als 30% oder bläst mehr als 30% des weltweiten CO2 in die Luft. Und deswegen mein Vorschlag an die Klimakleber, wenn ihr es wirklich ernst meint und etwas ändern wollt, dann müsst ihr euch in China ankleben. Ich bin gespannt, wie der Xi Jinping und die chinesische Polizei da reagiert. Gell, schau mal, das sind Klimakleber aus dem Westen. Gell, da haben wir lange drauf gewartet. Ne, das ist ein Spaß. Also das ist großartig. Also liebe letzte Generation, auf nach China. Auch da gibt es Klebstoff. Ja, und da sind attraktive Straßen, die man blockieren könnte, aber die Chinesen fahren vielleicht über euch drüber, weil denen ist das wurscht, gell? Die haben ein anderes Verständnis von, sagen wir mal, Privatmenschenrechte und so. Also das wird eine spannende Frage und jetzt eben, das sehe ich auch als Riesenproblem durch diese ganze Digitalisierung. Jetzt werden zum Beispiel Smart Meter eingebaut, das macht rein technisch überhaupt Sinn, da kann man durchaus auch Energie sparen. Also diese ganze Geschichte wird digitalisiert, aber die Nachteile sind eben Ferndrossel und Abschaltung. Und das ist ja genau das Problem, das du auch mit einem Elektrofahrzeug hast. Wenn der Hersteller sagt, wir wollen nicht, dass du dieses Auto fährst, dann stellen sie dieses Ding ab und du bleibst stehen. Das geht mit fossilen Autos eher schwieriger. Also das ist sozusagen das große Problem, diese totale Kontrolle, die letztendlich über die Menschen ausgeübt wird. Jetzt zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in diesen wunderbaren Freitag entlasse. Heute das Markeflüster etwas früher, weil ich will unbedingt HSV gegen St. Pauli gucken, das hiesige Derby. Meine Sympathien sind da klar verteilt. Ich sage jetzt aber nicht für wen. Die Staatsverschuldung, Zinslast, Schuldenobergrenze. Was ist eigentlich das Problem? Da hervorragende Grafiken, Statistiken, die zeigen, warum wir bald sehr viel von dieser
Schuldenobergrenze höheren Werten und warum das die Märkte beeinflusst. Erster Punkt übrigens, die USA sind nun gefährlicher als Apple, wenn es nach diesen Credit Default Swaps geht, also den Kreditausfallversicherungen, denn es ist teurer, sich gegen eine Staatspleite der USA zu versichern, als gegen einen Zahlungsausfall von Apple. Lustig. Das also jetzt die erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, was macht jetzt die EZB? Da tobt ja der Kampf zwischen den Südländern und den Nordländern. Und derzeit, weil die Bankenkrise abgeflaut scheint, haben sich die Nordländer wieder mehr durchgesetzt. Wie da die Lage ist, denn auch bald muss die EZB ja entscheiden, was machen wir, was tun wir, 0,5, 0,25 oder gar nichts. Also diese beiden Empfehlungen, den sag ich Servus und Ciao, wie gesagt, Marktgeflüster, früher Servus.